Well, thanks for the nice welcome. Vor ein paar Wochen bei der Asia Crypt Konferenz haben wir ein paar Kryptografen gefragt, was Ihrer Meinung nach diesjährig die entscheidendsten Neuerungen in der Kryptografie waren. Und Ihre Antwort war Verschleierung, Obfuscation. Und besonders Functional Encryption basierend auf linearen Abbildungen. Und well, naja, also wenn das die beste Abwehr der Welt ist gegen die NSA, dann sind wir ziemlich im Arsch. Das ist ein Bild, das ich bei einem Talk an der University of Pennsylvania letzten Monat geschossen habe. Das ist John Inglis, der stellvertretende Direktor der NSA. Und er zeigt eine unclassified Folie der NSA, wie sie sich in Cyberspace vorstellen. Und naja, das sind also Leute, Geräte, der Transport-Layer, Geografie und irgendwo darunter ist noch eine Schildkröte versteckt. Okay, also wenn wir uns die NSA anschauen, hier ist eine Möglichkeit, Kryptographie zu verstehen. So, nur, dass wir wissen, worüber wir reden. Also wir haben mathematische Probleme wie Faktorierung und diskrete Logarithmen. Wir haben kryptografische Primitive wie RSA, Diffie-Hellman und so weiter, die wir dann nutzen, um Protokolle zu bauen wie TLS und SSH, PGP. Die werden von Libraries, Bibliotheken implementiert wie OpenSSL und vSafe und NACL. Und die werden dann schließlich in Anwendungen wie Apache, Firefox oder Chrome verwendet. Wir reden über all diese verschiedenen Ebenen heute. Lass uns oben anfangen, die Kryptokalypse. So, wir haben irgendwann letztes Jahr über Faktorierung gesprochen und wir dachten so, naja, also offensichtlich werden wir nächstes Jahr dann über diskrete Logarithmen reden. Ne? Das wird ja super. Das ist eine schöne kleine Einführung, diskrete Logarithmen. Und so die ersten 5 Slides werden also eine Einführung in diskrete Logarithmen sein. Und dann sind aber auch einige andere Dinge passiert dieses Jahr. Also was ist die Kryptokalypse? Und wenn man sich diese Überschrift anschaut, das ist so das große Bild. Fortschritte der Mathematik bringen ein drohendes Ende der Internetsicherheit. Das ist ein Talk, der eingereicht wurde über die Kryptokalypse und zusammengefasst in diesem Artikel. Ein quasi polynomischer Algorithmus für diskrete Logarithmen in geschlossenen Feldern kleiner Charakteristika, was für Nicht-Akademiker vielleicht ein wenig verwirrend ist. Aber grundsätzlich ist das ein ziemlich großer Durchbruch im diskrete Logarithmen-Problem. Denn alle Public-Key-Kryptographie, die wir heutzutage im Internet nutzen, basiert auf 3 grundlegenden Annahmen. Und zwar, dass die Faktorierung von Ganzzahlen in Primzahlen schwierig ist, genauso wie diskrete Logarithmen mit Rest von Primzahlen und diskrete Logarithmus in elliptischen Kurven. Das ist also alles, was uns nach 35 Jahren Public-Key-Forschung übrig geblieben ist. Also ein paar Beispiele, um das wirklich konkret zu machen. Hier erstelle ich einen SSH-Schlüssel. Es ist ein RSA-Schlüssel, also verlasse ich mich darauf, dass Faktorierung von Primzahlen sicher ist. Hier baue ich einen PGP-Schlüssel, das ist ein DSA-Schlüssel. Das bedeutet, Sie nutzen diskrete Logarithmen. Und hier habe ich eine SSL-Verbindung zu Google. Es nutzt ECDHE. Also elliptische Kurven im Kryptosystem. So, also egal welches Kryptosystem ihr nutzt eine von diesen 3 Grundannahmen, um es sicher zu machen. Niemand nutzt genau das, was in dem Paper besprochen wurde, diskrete Logarithmen über kleine charakteristische Felder in Real-Life-Kryptographie, aber es ist der erste große Fortschritt seit immer, basically. Bisher kamen alle Fortschritte bei der Faktorierung oder beim diskreten Logarithmus durch bessere Hardware, also durch Moore's Law oder Implementierungsdetails. Aber die Grundlagen waren gleich bis dieses Jahr, im Dezember, wenn es eine Reihe von Durchbrüchen gab,
um Felder mit kleiner Charakteristik zu faktorieren. Okay. Also wenn ich diese Zahlen anschaue, die werden ziemlich schnell ziemlich groß. Und hier sind tatsächlich endlich algorithmische Fortschritte, das dann endet mit einem n hoch o log n Algorithmus. Welche Auswirkungen hat das? Wenn man die gleiche Art von algorithmischen Fortschritten von kleinen charakteristischen Feldern auf Großcharakteristikfelder ausdehnen kann, dann hätten wir Probleme für alle Kryptographie, die wir momentan in der Welt nutzen. Das ist ein riesiges Falls, was momentan kein Anzeichen dafür gibt, dass man es extrapolieren kann. Aber momentan ist die aktuelle Laufzeit für die Faktorierung eines Schlüssels einer bestimmten Bitlänge und diese Verbesserungen des Algorithmus haben die Laufzeit von einem Drittel auf ein Viertel reduziert. Und wenn wir das gleiche bei Großcharakteristikfeldern hinkriegen würden, dann wäre das ziemlich schrecklich für Kryptographie, weil wir damit die Laufzeit für die Faktorierung der Primzahlen fast halbieren könnten. Also für einen 1024-Bit-RSA-Schlüssel haben wir momentan etwa 86-Bit-Sicherheit. Bis dann zu 4096 Bits eine mathematische Sicherheit von 156 Bits übrig bleibt. Wenn wir jetzt eine kleine Verbesserung in der konstanten Laufzeit des Algorithmus hätten, dann wird die Bitsicherheit von 1024 Bit RSA plötzlich auf 68 Bits fallen, was schon genug ist, um in der realen Welt ein richtig großes Problem zu sein. 2048 Bits wird dann sehr nah an furchteinflößend landen. Wenn wir jetzt stattdessen den Exponenten verbessern können, dann sinkt die Sicherheit von 1024-Bit RSA sofort auf 49-Bit und das kann man jetzt schon einfach faktorieren. Und selbst 4096-Bit-Schlüssel sind dann schon ziemlich nah an gefährlich dran. Das Gute daran ist allerdings, dass wir jetzt bis jetzt noch nicht wissen, wie wir diese Verbesserungen verallgemeinern können. Aber es erinnert uns daran, dass trotzdem große Fortschritte auch in alten Problemen gemacht werden können. Es gab jetzt für viele Jahre keinerlei Fortschritte überhaupt in dem Bereich und wir wissen noch nicht, ob es nicht für die aktuellen Algorithmen auch ähnliche Verbesserungen möglich sind. Wir haben noch keinen Beleg dafür, dass diese Dinge wirklich mathematisch schwierig sind. Es gibt keinen Beleg dafür und nur weil es bisher jemand geschafft hat, heißt das nicht, dass es nicht passieren kann. Elliptische Kurven sind komplett andere Geschichte. Diese Geschichten hier werden dort wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich habe mich eigentlich vorher mit der nochmal gestritten, was wir heute sagen wollen. Ich würde sagen, kodiert niemals eure Algorithmen oder Schlüsselgrößen irgendwo hart rein. Dan mag algorithmische Agilität überhaupt nicht, aber er sagt, wir wissen, was jetzt momentan die beste Wahl ist. Und das bedeutet eine sehr konservative Wahl für elliptische Kurven. Die große Lektion hier ist, hört auf die Kryptographen, denn das ist eigentlich nichts Neues hier. Wenn du neue Public-Key-Kryptographie nutzen solltest, dann denkt an elliptische Kurven. Dazu später mehr. So, wie schon gesagt, wir haben auch ein paar andere Themen, über die wir heute reden wollen, denn leider sind in der Kryptographie dieses Jahr noch ein paar andere Dinge passiert. Was ich am interessantesten fand, war Anfang des Jahres, dass das erste Mal in der aufgeschriebenen Geschichte der Menschheit hat ein realer User versucht, Kryptographie zu verwenden. Ihr wisst, dass die Ergebnisse nicht besonders gut waren, eigentlich sogar ziemlich nah an Epic Fail. Ihr wart bei der Keynote, ihr wisst, von dem ich rede. Glenn Greenwald hat versucht, GPG zu installieren und fand es so nervig und kompliziert, dass Edward Snowden aufgegeben hat, ihn zu kontaktieren und stattdessen Laura Poitras
kontaktiert hat. Okay, Client kam irgendwann wieder zurück ins Spiel und man hat ein PGP installiert. Trotzdem ist das ein ziemlich gutes Bild dafür, wie schrecklich die Kryptographie für Nutzer tatsächlich ist. So, ein Vorschlag für 2014, wie wäre es denn, wenn wir mal eine kryptografisch solide Software bauen würde, die so einfach ist, dass ein Journalist sie benutzen kann? Okay, natürlich haben wir ein paar Kryptoattacken, die dieses Jahr wirklich durchgeführt wurden, TLS zum Beispiel, was total nervig auf dem Server einzurichten ist. Es ist auch nicht besonders nett für, schön für den User. Und dann ist halt die Frage, ist es denn überhaupt sicher? Es gab über die Jahre immer wieder ein paar Probleme. Und dieses Jahr gab es da eine interessante Neuerung, und zwar im Februar, hier ein Zitat aus der TLS-Spezifikation von 2008, die sagt, hier bleibt ein kleiner Seitenkanal, ein Zeit-Seitenkanal übrig, weil die Mac-Performance zu einem gewissen Maß von der Größe des Datenfragments abhängt, aber wir glauben nicht, dass es groß genug ist, um exploitable zu sein. Und natürlich, wenn irgendjemand schreibt, wir glauben nicht, dass es groß genug ist, um ausgenutzt werden zu können, wird es natürlich ausgenutzt werden. Und zwar haben wir dieses Jahr einen Angriff von Al Fortin und Patterson gesehen, Lucky 13, Breaking TSL und DTLS, wo sie genau diesen Timing-Side-Channel benutzen, um Plaintext aufzudecken. So, es wird hier Constant Block Cipher benutzt. Und wir wussten ja schon vorher, dass genau das Probleme macht. Das haben wir schon in der Beast-Attacke gesehen und Attacken davor und danach. Lucky 13 ist nur das letzte Beispiel in der Reihe. Also wissen die Hersteller ja schon, was sie sagen. TLS gibt uns ja die Möglichkeit, verschiedene Algorithmen auszuwählen. Es gibt uns algorithmische Agilität. Und gibt uns also die Option von CBC auf irgendeinen Backup-Plan umzustellen. Und der Backup-Plan ist natürlich, ja klar, kein Problem, nehmt halt RC4. Und entsprechend ist die Antwort der Hersteller auch, ja gut, dann ne, konfiguriert halt das SSL-Profil auf RC4-SHA-Verschlüsselung. Das ist die Antwort von Five. Und tatsächlich hat es funktioniert. Im Februar 2013 war TLS SSL dann schon zu mehr als der Hälfte auf RC4 basiert. Was natürlich ein bisschen problematisch war, als dann einen Monat später ein Angriff gegen RC4 in TLS kam, der aus dem verschlüsselten Strom Cookies wiederherstellen konnte. Es ist tatsächlich nicht eine super schnelle Attacke, aber es braucht keine besonderen Timing-Voraussetzungen. Man muss nicht besonders nah am Zielserver sein. Also RC4 sieht auch nicht so super in TLS aus. Es ist auch in WPA nicht so geil. Und dass RC4 nicht funktioniert, ist tatsächlich nicht neu. RC4 hatte Schwachstelle nach Schwachstelle nach Schwachstelle seit um 2000, als es schon große Papers gab, die grundsätzlich sowas sagten wie RC4 ist Kacke. Und trotzdem ist es immer noch über 50% aller Stream-Cipher in TLS. So, das heißt, jetzt haben wir AIS-CBC in TLS und wir haben RC4-SHA und die sind eigentlich beide schwierig zu implementieren oder kaputt. Egal, wie man es implementiert, es funktioniert einfach nicht richtig. Außerdem gibt es noch GCM, das nur funktioniert, wenn der Server TLS 2.3 unterstützt. Was aber die Clients meistens nicht tun. Also das ist der Stand von TLS. Machen wir weiter mit dem Angriffsthema, das wir gerade so hatten. Kurzes Update und etwas, was wir letztes Jahr erwähnt haben, nämlich das Bürgerzertifikat Taiwans. In Taiwan gibt es diese tolle Regierungs-PKI und jeder Bürger bekommt so eine Smart Card, das ist ziemlich cool. Letztes Jahr haben wir erwähnt, dass wir 3 Millionen Zertifikate mit schwachen RSA-Schlüsseln gesammelt haben und davon 103 Schlüssel mit dem GTD-Algorithmus faktoriert haben.
Also die gemeinsame Primzahlenfaktoren benutzt haben, konnten wir also dort den größten gemeinsamen Teiler vieler Faktoren zusammenzählen und konnten so 103 Schlüssel komplett faktorieren. Also große Zufallsgeneratoren, Fehlschläge hier, großer Fail. Ist ja auch nichts Neues, aber okay, schlechte Zufallszahlen, ne? Ende der Geschichte. Dann haben wir uns nochmal genauer angeschaut, welche Faktoren es denn so gab. Das ist der Faktor, der am öftesten vorkam in diesen Schlüsseln. Und es ist eine Primzahl. Auch, es ist auch eine zufällige Zahl. Das ist die nächstgrößte Primzahl nach 2 hoch 511 plus 2 hoch 510. Und das ist ein kleines Problem mit dem Zufallszahlengenerator. Das ist die zweithäufigste Primzahlfaktor. Und als wir die Liste so durchgingen, finden wir noch ein paar in ähnlicher Form. Also haben wir extrapoliert, haben so ein bisschen rumprobiert, ein paar Divisoren versucht und ein paar tolle Mathe-Tricks angewandt. Haben wir es geschafft, noch 80 weitere Keys zu faktorieren. Und das zeigt wiederum, dass es ganz viele Wege gibt, wie Kryptographie nicht funktioniert, sobald man einen schwachen Zufallszahlgenerator hat. Das Problem war dann eine Kombination aus zwei Dingen. Erstens, dass der Hardware-Zufallszahlgenerator in dem Renesa-Mikrocontroller einfach die Hardware kaputt war. Und dass bei den realen Karten dann kein Post-Processing mehr gemacht wurde, um die Ausgabe zu überprüfen. Also haben wir so knapp 190 Keys faktoriert. Dann ging es los mit den Snowden-Leaks. Und plötzlich waren alle Leute so interessiert an, was so passiert. Die NSA musste also plötzlich aktiv werden. Und das haben sie uns auf den Teller geschmissen. Es gab plötzlich ein Paper der NSA, die zwei streambasierte Block-Cipher designt haben. Sie haben dann noch vier weitere Papers rausgeworfen. Also haben offensichtlich die Kryptografen erfolgreich abgelenkt. Allerdings ist es noch schlimmer als das. Ich habe einen Eid abgelegt, dass ich nicht zeigen werde, was ich euch jetzt zeigen werde. Es gab nämlich acht Papers für diesen Workshop. Und jedes davon ist etwa 100 Seiten oder so. Und wir sind dazu gezwungen, wissenschaftlich gezwungen, diese Papers alle zu reviewen. Das heißt, wir haben acht Papers über diese NSA-Ciphers. Und die Frage bleibt, wie kann man überhaupt verrückt genug sein, einen NSA-Verschlüsselungsalgorithmus irgendwo zu implementieren? Und wir mussten sie alle reviewen. Also, okay, wir haben uns nicht ablenken lassen. Und haben also eine kleine Version der Salt Library gebaut. Die Salt Library oder NACL ist eine Library, die euch genau eine Option gibt, und zwar die, von der wir glauben, dass ihr genau die wollt. Und wir haben jetzt eine Version gebaut, die in 100 Tweets passt. Wenn ihr also auf twitter.com/tweetnacl geht, habt ihr die gesamte Bibliothek in 100 Tweets. Es gibt auch Links zu schönen eingerückten Versionen, noch ein kleines Stückchen Werbung. Wenn euch diese Bibliothek interessiert, bei der You Broke the Internet Assembly in Halle E gibt es morgen um 13 Uhr eine Session, wo wir in größeres Detail auf diese Bibliothek eingehen. So, etwas später im August passierten dann noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel das plötzliche Ende eines E-Mail-Providers, von dem vorher nie jemand gehört hatte. Lala Leveson schrieb diesen sehr berührenden Brief an seine Nutzer, wo er sich dafür entschuldigt, dass er jetzt seinen E-Mail-Provider für aus unbekannten Gründen runterfahren muss. Und ein paar Monate später fanden wir dann heraus, was der Grund war. Und das ist ein Gerichtspapier, was Lovabit erzwingen soll, die öffentlichen und privaten Schlüssel von lovabit.com SSL-Zertifikaten an die Behörden zu übergeben, sofern die Webseite oder die Mailserver betroffen sind. Das ist ziemlich krass. Also seit der NSA-Affäre
haben die Leute überlegt, ob es vielleicht irgendeine Art von legalen Prozess gibt, mit dem die Regierung private Schlüssel von Internetprovidern kriegen kann. Ist es überhaupt möglich mit den Fourth Amendment-Einschränkungen? Und plötzlich haben wir dieses Paper hier vorliegen und wir sehen, dass es tatsächlich passiert. Das ist so nebenbei hingeschrieben. Und übrigens, bringen Sie bitte Ihre privaten Schlüssel mit. Und das ist der erste Fall, den wir wirklich belegt sehen, dass ein Internetprovider gezwungen werden soll, die Schlüssel für seinen ganzen Service in dieser Weise offenzulegen. Das ist ziemlich unglaublich. Also kurze Erklärung, Basic-Kryptographie, warum das so ein großes Problem ist. Das ist ein Diagramm der TLS-RSI-Schlüsselaustauschverfahrens. Das ist der Schlüsselaustauschverfahren, das am häufigsten angewendet wird, wenn man SSL-Verbindungen aufbaut. Und es funktioniert so, dass Alice zu Lavabit.com kontaktieren will, sagt also Hallo, der Server schickt ein Zertifikat zurück. Das Zertifikat enthält einen öffentlichen RSA-Schlüssel. Alice nutzt diesen RSA-Schlüssel, um einen symmetrischen Schlüssel zu verschlüsseln und zurückzuschicken an den Server. Und der Server baut dann eine verschlüsselte Verbindung auf, nutzt den symmetrischen Key, den Alice ihm geschickt hat, und verschlüsselt damit die Website-Verbindungen. Danach ist dann die gesamte Verbindung mit diesem Schlüssel geschützt. Das heißt, sobald irgendjemand, zum Beispiel die Regierung, diesen privaten Schlüssel von Lavabit hat, dann und wenn sie mitgeschnitten haben, was Lavabit mit anderen Entitäten für Traffic ausgetauscht hat, dann können sie nicht nur so tun, als seien sie Lavabit.com, sondern sie können auch den Traffic von jetzt an, aber auch in der Vergangenheit entschlüsseln, weil sie damit den Schlüssel haben, um den AES-Schlüssel zu dekodieren. Damit können Sie dann die gesamte Session auch in der Vergangenheit wieder entschlüsseln. Das bedeutet, wenn man den privaten Schlüssel an die Regierung abgibt, dann ist nicht nur der eine Nutzer betroffen, den jetzt die Regierung vielleicht targetet, wie hier Edward Snowden, sondern alle Verbindungen zu diesem Server sind dann unsicher. Das ist wahrscheinlich das, was die Regierung eigentlich wollte, nämlich dass sie Lavabit jetzt weiter überwachen können, aber sie haben eben zusätzlich die Möglichkeit bekommen oder hätten die zusätzliche Möglichkeit bekommen, auch alten Traffic noch mitzulesen. Die Alternative ist eine Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch und die bietet sogenannte Forward Secrecy. Das Interessante hieran ist, dass Alice und der Server zwei Werte, g hoch x und g hoch y, austauschen und diese dann verwenden, um ein geteiltes Secret abzuleiten. Und dieses Shared Secret bildet dann den Schlüssel. Das bedeutet, dass jemand, der jetzt nur den Schlüssel hat und alten Traffic mitgeschnitten hat, diese Faktoren nicht generieren kann. Das heißt, in dem Moment, wo Sie den privaten Schlüssel haben, können Sie nur ab dem Zeitpunkt so tun, als seien sie Lavabit.com, aber da Alice und der Server die Faktoren vergessen haben, können sie nicht mehr retroaktiv irgendwelche alten Daten entschlüsseln. Hausaufgaben für euch. Wenn ihr Enduser seid, könnt ihr einfach prüfen, ob die Webseiten, die ihr benutzt, Forward Secrecy aktiviert hat. Das ist jetzt Chrome, in eurem Browser ist es wahrscheinlich ähnlich. Wenn ihr auf das kleine Schlosssymbol draufklickt, kriegt ihr Informationen zu den SSL-Zertifikaten. Und wenn ihr dort seht, dass eine CipherSuite DHE oder ECDHE, also Diffie-Hellman Ephemeral, also vergänglicher Diffie-Hellman oder Diffie-Hellman auf elliptischen Kurven basierend, und wichtig, das ist E am Ende. Also DH besser als RSA, DHE besser als alles als DH und ECDHE besser als DHE. Wenn ihr eine Webseite betreibt, dann wollt ihr sicherstellen, dass ihr Forward Secrecy für eure User aktiviert. Es gibt viele Möglichkeiten, wie das geht. Informationen findet ihr in bettercrypto.org. Und hier sehen wir eine Webseite, die das nicht aktiviert hat. Microsoft.com nutzt RC4, MD5 und RSA. Und das bietet keine Forward Secrecy. Wenn ihr also ein Tool baut, das irgendwie Privatsphäre garantieren soll, dann stellt sicher, dass ihr wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nutzt. Wenn ihr jetzt versucht, Lavabit.com
zu erreichen, bekommt ihr eine große Warnung, dass das Zertifikat des Servers zurückgezogen wurde. Und das bedeutet, wenn schon nichts sonst funktioniert hat, dann hat wenigstens die Infrastruktur in diesem Fall funktioniert. Und das bedeutet, wenn jemand die bewährten Schlüssel für dieses Zertifikat hat, dann ist die Sicherheit des ganzen Systems kompromittiert und das wird durch diese Revocation angezeigt. Im August gab es die Megamos-Kryptografie-Konferenz. Da gab es einen Talk von Barış Ege, Flavio Garcia und Rhea Verdult, wo sie zeigen, wie sie die Wegfahrsperre von VWs umgehen können. Und in Großbritannien wurde ihnen verboten, das Paper zu veröffentlichen, weil dieses Paper den geheimen Algorithmus von VW öffentlichen würde. Die Begründung war also nicht, dass sie den Algorithmus irgendwie gebrochen hätten, sondern dass sie den geheimen Algorithmus nicht veröffentlichen dürfen. Also haben sie dann gefragt, ob sie den Angriff publizieren könnten, VW hat ihnen das aber auch das verboten, weil der Angriff ermöglichen würde, den geheimen Algorithmus zu rekonstruieren. Das heißt, die Leute, die diese Autos haben, sind jetzt kein Stückchen sicherer als vorher, aber immerhin konnte dieses Paper nicht veröffentlicht werden. Okay, zurück zur Krypto-Konferenz. Wenn ihr Paper schreibt über Dinge wie Indistinguishability Obfuscation, using nonlinear math, das heißt das nicht, dass ihr keine Ahnung habt. Also, ein paar Leute kamen auf die Bühne und sangen zu der Melodie von Surfing USA ein Lied namens Spying NSA. Und ich werde jetzt nicht für euch singen, aber ihr könnt auf diesem YouTube-Link das Video abrufen. Etwas ernstere Neuigkeiten. Der CES 2013 ist der kryptografische Hardware-Workshop, der jährlich stattfindet. Und ich muss hier ein bisschen Hintergrund geben. Neuere Intel-Chips haben einen Zufallszahlengenerator eingebaut, von dem Intel sagt, ihr solltet ihn benutzen, um eure Zufallszahlen zu generieren. Also ihr solltet nicht diese ganze Entropie-Sammlung im Kernel nutzen, Entropy-Pool, diff-random oder so. Nicht irgendwie verschiedene Interrupts und irgendwelche Timing-Quellen nutzen und dann irgendwie kompliziert zusammenhashen, sondern nehmt doch einfach AD-RAND, diese neue Instruktion aus dem Intel-Prozessor. Und wenn ihr die aufruft, bekommt ihr einfach von beliebigen Anwendungen eure Zufallszahlen direkt aus dem Intel-Prozessor rausholen. Ich habe vor einer Woche oder so eine GitHub-Suche gemacht und ich bekomme irgendwie so 30.000 Ergebnisse für Anwendungen, die AD-RAND benutzen. Das heißt, eine Menge Leute nutzen ReadRAND. Jetzt in den letzten Monaten gab es da ein bisschen Kontroverse drum, als Leute dann fragten, nun ist ReadRAND denn überhaupt zuverlässig und vertrauenswürdig? Und Intel sagt, ja natürlich, wir haben es so gebaut, dass es ordentliche Zufallszahlen generiert. Nicht so wie diese Taiwan Smart Card Sache, die ihr gehört habt. Wir stellen sicher, dass es gute Zufallszahlen generiert. Und okay, jetzt halt die Frage, was ist denn, wenn Intel einfach nur ein AES-Output ausgibt, einen Schlüssel, den sie kennen? Oder wenn jemand anders den Schlüssel kennt und wir könnten es nicht wissen? Und Intels Antwort ist, nun, wir produzieren diese Schlüssel, diese Chips und wir haben sie unter dem Elektronenmikroskop angeschaut und wir haben sichergestellt, dass niemand Externes da irgendwas verändert hat. Also wir haben sichergestellt, dass alles so gebaut ist, wie es sollte. Und dieses Paper zeigt jetzt an, wie man einen Chip so baut, dass im Elektronenmikroskop total okay aussieht, aber er in Wirklichkeit eine Hintertür hat. Es ist ein großartiges Paper. Alles, was Intel getan hat oder was sie öffentlich gesagt haben, um sicherzustellen, dass ihr Zufallszahlgenerator ordentlich funktioniert, könnte in Wirklichkeit eine Hintertür enthalten und Intel hätte es nicht herausfinden können. Intel sagt dazu, ja, nun ja, also, naja, also wir schauen nochmal genauer hin, aber okay. So, ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Aus Gründen, die gleich klar werden würden, würde ich gerne auf den Zufallszahlengenerator schauen, der nicht ganz so interessant ist wie der ReadRAND von Intel.
Das ist ein Software-Zufallszahlengenerator, also ein Pseudo-Zufallszahlengenerator, den man in irgendwelchen Seed reingibt und der dann daraus eine Reihe von Zufallszahlen ausspuckt. Man kann auch einen zusätzlichen Input dazugeben, aber ist nicht notwendig oder empfohlen. Und was es tut, ist Operationen auf elliptischen Kurven ausführen. Das heißt, in jedem Moment, sobald ich die initialisiert habe, laufe ich eine Runde durch dieses XOR. Normalerweise XOR ich damit mit 0. Wir berechnen da T mal P. P ist eine elliptische Kurve. Das ist hartcodiert in der Beschreibung. Dann nimmt man die X-Koordinate von diesem Punkt. Normalerweise sind es 56 Bits. Lässt die oberen 16 Bits weg und gibt den Rest aus. Nein, man nimmt den Rest und nennt ihn S und berechnet dann S mal Q. Von da aus tust du dann das Gleiche nochmal und dann gibt man das am Ende raus. Das heißt, man nimmt Zufall als Eingabe und bekommt irgendwelche anderen Zufallsdaten raus. Das heißt, 256 minus 16 haben wir 240 Bits Zufallszahlen. Wenn wir jetzt mehr Zufallszahlen da rausbringen wollen, dann geben wir einfach das S wieder in das Feedback-Register rein. XOR das mit 0 und berechne dann das nächste Mal die X-Koordinate des vorigen Punktes und gebe jedes Mal 240 Bits aus dem Register raus. Als das designt wurde, im 2004 oder früher, aus einem NIST-Workshop im Juli 2004, wurde das bereits in ANSI diskutiert, aber ich habe keine früheren Dokumente gefunden. Das heißt, 2004 hat NIST Leute eingeladen, sich diesen Algorithmus anzuschauen und zu sagen, wie toll das ist, weil, hey, elliptische Kurven. Ich meine, ich mag elliptische Kurven, aber es gab zu dem Zeitpunkt noch keine großartigen elliptischen Kurvenwissenschaftler, aber trotzdem einen Blick hier rauf und wir würden sagen, das ist nicht, wie wir sie benutzen. Vor allem würden wir nie mehr als die Hälfte der Bitlänge ausgeben. Das heißt, von 256 Bits sollten wir nie mehr als 128 Bits ausgeben. Das heißt, wenn wir hier 240 ausgeben, dann ist da einfach keine Möglichkeit, dass die halbwegs gleich verteilt sind. Aber es klingt natürlich ganz, ganz nett. Wir haben ein hartes zahlentheoretisches Problem hier. Wir wissen, dass es schwer zu faktorieren, dass es schwer zu lösen ist. Wir haben also eine Beziehung der Schwere zu dem Lösen der elliptischen Kurve an der Stelle t mal p. Dann kamen ein paar Papers raus und dachten, na okay, das ist wirklich nicht schön, so sollte es nicht aussehen. Als erstes sagte Christian Göchtin, dass die Ausgabesequenz nicht gleich verteilt ist, nicht normal verteilt ist, weil einfach zu viele Bits ausgegeben werden. Er sagte, ich weiß noch nicht, wie ich das in einen richtigen Angriff umwandeln würde, aber es gibt keinen Grund, warum diese Fehler akzeptabel sein sollten. Also wenn man schon so einen Zufallszahlengenerator nimmt, der so langsam ist, dann sollte man sich nicht noch darauf einlassen, eine Ausgabe zu nehmen, die in irgendeine Richtung verschoben ist. Dann im März 2006 auch hat Brown einen Sicherheitsbeweis gemacht, Beweis in Anführungszeichen, weil wo er belegt, dass wenn Q zufällig gewählt wird, eine starke Zufallszahl ist, dann könnte man aus der Ungleichverteilung das Secret ableiten. Wenn man eine ganze Zahl d, so dass d mal q gleich p ist, dann können wir die Reihenfolge der Gruppe ableiten. Und wenn wir dieses d kennen, dann können wir einen Distinguisher ableiten,
Und das ist genau so dieses Ding, wo man sagt, na gut, das will man eigentlich nicht haben, aber es ist auch kein besonders großer Fehler. Zwei Kollegen von meiner Universität, von Uni Eindhoven, haben im Mai 2006 gezeigt, dass die Ausgabesequenz sogar noch stärker verschoben ist. Und ich habe neulich noch mit ihnen geredet, aber sie haben neulich eine Antwort vom NIST bekommen. Und NIST sagt, nun, wir können das jetzt nicht wirklich mehr entfernen, weil er schon umgesetzt, der schon implementiert, dieser Algorithmus. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil sie haben erst Feedback eingeholt, bevor sie es irgendwo implementieren wollten. 2006 war es noch kein Standard. Und trotzdem sagten sie im selben Jahr, nein, sorry, wir können es nicht mehr entfernen, weil es schon implementiert ist. Schumer und Ferguson zeigten 2007 im August, wo sie zeigten, dass es nicht nur ein Distinguisher ist, sondern wenn jemand das D kennt aus der Gruppenreihenfolge, dann hat man quasi eine Backdoor für diesen Algorithmus. NIST im Gegensatz zu ANSI hat einen Anhang, der nochmal darauf eingeht, dass man P und Q am besten zufällig auswählen sollte, aber empfiehlt trotzdem im Algorithmus ein festes P und Q. Alles sonst so aufwendig. Du musst ja irgendwie P und Q zufällig auswählen, sicherstellen, dass sie wirklich zufällig sind und so. Macht das total schwierig. Naja. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was wir heute wissen, haben wir im September 2013 wurde das Bullrun-Programm der NSA veröffentlicht, was sich darum dreht, Schwachstellen in kommerzielle IT-Systeme einzubauen. Um außerdem Standardverfahren und Industriestandards für Verschlüsselung zu beeinflussen. Also hat die NSA offenbar ihre Finger da im Spiel gehabt und kurz darauf hat die New York Times auch wirklich den Dual EC Zufallszahlengenerator benannt, dass er von der NSA beeinflusst sei. Aber realistischerweise, ich meine, wer würde dieses Scheißding benutzen wollen? Also es war 2006 ja schon klar, dass es nicht ordentlich funktioniert. Und wenn wir uns jetzt die DRBG-Validierungsliste anschauen, sehen wir, dass eine ganze Reihe von Firmen ihre FIPS-Zertifizierung haben, die Dual EC DRBG implementiert haben. Und das Interessanteste ist, sehr wenige davon haben es als Standard aktiviert. Und einer der von denen, die es als Standard aktiviert haben, ist die BSafe-Bibliothek da von RSA. Zu dem Zeitpunkt hatte NIST dann schon genug öffentlichen Druck, um die Diskussion wieder zu öffnen. Sie haben sich öffentlich empfohlen, diesen Algorithmus nicht zu verwenden. Und RSA hat dann auch basierend auf dieser Recommendation der NIST, dass die Nutzer den Default in BSafe manuell ändern, um so wieder sicher zu sein. So. Wir haben uns ein paar Implementierungen angeschaut und hatten ein bisschen Spaß. Von den 256 Bits geben wir nur 240 aus in diesem Algorithmus, wie ich eben gesagt habe. Wenn wir jetzt aber den Standard genau anschauen und davon ausgehen, dass es eine Backdoor enthält und etwas ist, was die NSA will, dass wir benutzen, es ist sehr interessant, dass im Standard drin steht, dass man nicht zusätzliche Zufallsfaktoren einfließen lassen soll. Also es steht eigentlich da drin, gib uns nichts, was wir nicht irgendwie wieder zurücktransformieren können. So funktioniert der Angriff. Wenn wir davon ausgehen, dass wir diesen geheimen NSA-Backdoor-Faktor kennen, dann können wir RI, die 240-Bit, zu einem Punktkandidaten QI ausextrapolieren und haben eine 50% Chance, den richtigen Punkt erwischen. Wenn es nicht passt, also wir haben ja 240-Bits, fehlen also 16, dann wissen wir, dass es aber für die nächsten Kandidaten funktionieren wird. Also prüfen wir den nächsten Punkt, berechnen den X-Koordinate, berechnen den nächsten Skalar und schauen, ob der nächste Output
den ich berechnen würde an meiner Daten, der Output ist, den ich auf dem Generator bekomme. Wenn dem so ist, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich den richtigen Punkt gewählt habe. Wenn nicht, probiere ich es einfach den nächsten nochmal. Wir haben das mit einem Single Core implementiert auf einem halbwegs neuen Prozessor und dort dauert es etwa 16 Sekunden, 20 Sekunden, um alle 16 Bits durchzusteppen. Wenn 24 Bits fehlen würden, würde es 85 Sekunden dauern. Sobald, wenn wir aber schon nur 32 Bits entfernen, dann wird es schon langsam schmerzhaft und dauert 16 Tage. Jetzt bedenken wir, die NSA hat jetzt ein paar mehr Cores als einen. Gehen wir mal von 64.000 Cores aus. Dann kann ich 32 fehlende Bits innerhalb von 20 Sekunden durchprobieren. So, also sieht aus, als wäre es eine recht große Berechnung. Und weil es so langsam sein könnte, sagt der Standard auch ausdrücklich dann, aus Performance-Gründen sollte die Ausgabelänge maximal der Maximalwert aus der Tabelle sein, also 240 Bits. Sprich, gib uns nicht weniger als 240 Bits, sonst müssen wir länger rechnen und am Ende müssten wir gar 40.000 Cores, 60.000 Cores da draufschmeißen. Etwas später, im September 2013, haben sich Leute dann ein paar andere dieser NIST-Standards angeschaut. Das ist nicht nur der Dual EC DRBG. Da war zum Beispiel auch die SHA-3-Competition. Es gibt in der Kryptographie eine längere Geschichte von Wettbewerben, um neue Verschlüsselungsverfahren oder Schlüsselverfahren auszuwählen. Und wenn wir uns die AES-Competition anschauen oder den SHA-3-Wettbewerb, dann gab es ziemlich breite Unterstützung. Also es gab Algorithmen, die ausgewählt wurden. Gab es Beiträge von verschiedenen Kryptografen, die dann auch immer meinten, ja, okay, also der ausgewählt wurde, ist ein guter Kompromiss, ist eine gute Sache. Und es gab keine ernsthafte Kritik daran. Außer nach der SHA-3-Wettbewerb, also nach knapp einem Jahr, nachdem dieser Wettbewerb ausgewählt wurde, schreibt NIST diesen großen Standard. Okay, was genau ist jetzt SHA-3? Also wie sieht die konkrete Implementierung aus? Als AES vor 15 Jahren vorgeschlagen wurde, landet im Standard exakt das gleiche wie der originale Vorschlag. Es wurden ein paar optionale Sachen weggeworfen, aber der Kern des Vorschlags blieb der gleiche, bis auf minimale Änderungen. Dieses Jahr tweetet Marshall Rae dann, dass NIST KCheck von dem Vorschlag, der in den Wettbewerb eingereicht wurde, deutlich schwächer macht im Standard. Das bedeutet, dass die Sicherheit, die Bitsicherheit von 256 Bit eher auf 128 reduziert wird. Und es gibt keinen Grund dafür. Also es ist grundsätzlich kein Problem, aber der Prozess, wie das geschehen ist, ist ein bisschen merkwürdig. Und normalerweise ist es eben so, dass man diese Wettbewerbe macht, man wählt einen aus, die Community wählt einen aus. Und zwar, weil sie damit glücklich sind. Und wenn das nicht der gleiche Algorithmus ist, wie der, den die NIST dann wirklich in Standard tut, dann, naja, das ist vielleicht nicht so geil. Mehr NIST-Dinge. Im Mai diesen Jahres haben Dan und ich einen Talk gegeben, der die Sicherheitsprobleme der NIST-Kurven behandelt hat. Und wir zeigten, dass es wirklich hart ist, NIST-Kurven richtig zu implementieren. Also wenn man diese Kurven auf eine Art implementieren würde, dass wir keine Seitenkanalangriffe machen kann, dann ist es ziemlich sicher, dass man irgendwelche Fehler macht. Und es gab eine Slide, die sagte, okay, die Herkunft dieser Kurven ist auch ein bisschen unzuverlässig, die sind von der NSA generiert worden. Und selbst wenn die NSA nur ein Millionstel oder ein Zehnmillionstel der Kurven kennt oder eine Schwachstelle dort kennt, dann können sie einfach 10 Millionen durchspielen. Und dann wäre halt die Frage, falls eine solche Schwachstelle bekannt wäre, vielleicht will die NIST ja nur
eine Schwachstelle ausmerzen. Und im September hat er dann getwittert, nun, hier ist ein Link zu einer Diskussion von früher, als ich jünger und naiver war, nämlich im Mai. Deshalb haben wir dann ein Proposal namens Safe Curves gemacht, wo es darum geht, wie man sichere Kurven für elliptische Kurven Kryptographie auswählen kann. Unter Berücksichtigung von Einfachheit Implementierung, unter Berücksichtigung von Timing-Attacken, Seitenknall-Attacken. Und präsentierten am Ende eine neue Kurve. Und überprüfen auch, ob diese Kurven gebackdoored werden können. Das heißt, wenn ihr jetzt auf safecurves.cr.yp.to geht, habt ihr eine Übersicht, welche Kurven unter welchen Parametern sicher sind. Und es gibt wenige Kurven, die eine ganze Zeile grün haben. Besonders fällt auf, dass alle NIST-Kurven keine komplett grünen Zeilen haben. Eine andere Sache, die dieses Jahr ein bisschen mehr in Mainstream kam, also nicht nur dieses Jahr, aber doch vor allem stark dieses Jahr, war Bitcoin. Und das ist nicht, also es wurde nicht dieses Jahr erfunden, aber es ging dieses Jahr in den Mainstream wirklich raus. Und ich bin sicher, viele von euch besitzen Bitcoins. Und das Interessante ist jetzt, plötzlich redet die ganze Welt über Dinge, die wir sonst aus irgendeiner Cypherpunk-Zukunftsvision kennen, über anonyme, verschlüsselte, pseudonyme, weltweit nicht verfolgbare Kryptowährungen und so. Aber vom kryptografischen Standpunkt aus, Bitcoin nutzt auch Elliptic Curve DSA, um seine Signaturen zu erzeugen. Das heißt, jede Transaktion, die er durchführt, wird mit eurer Adresse als Schlüssel signiert. Und der DSA-Algorithmus und der ECDSA-Algorithmus sind NIST-Standards. Und sie haben so eine kleine, Mine im Standard versteckt. Wenn ihr darüber stolpert, dann explodiert der Algorithmus euch ins Gesicht. Nämlich, wenn ihr schwache Zufallszahlen benutzt, um die Zufallssignatur zu erzeugen, um die Zufallszahlen zu erzeugen, dann ist plötzlich euer Key unsicher. Und klar, man kann da drumherum steigen, aber wenn man es nicht weiß, kann man einen Unfall haben. Und hunderte Leute hatten einen Unfall mit ihren Bitcoins. Denn jemand mit dieser Bitcoin-Adresse hat die Blockchain für die letzten 9 Monate so beobachtet und Bitcoins von Leuten gestohlen, die zufällig schwache Zufallszahlen benutzt haben in ihren Signaturen. Und man vermutet, dass es mit der Schwachstelle im Zufallszahlengenerator von Android Java zu tun hat, die im August veröffentlicht wurde. Es ist interessant, was passiert, wenn man sich anschaut, dass man plötzlich unumkehrbare Transaktionen hat, die nur durch Kryptografiestandard und Implementierungen von zufälligen Art im Internet gesichert sind. Okay, Mascula, noch so ein lustiger Codename, den NSA benutzt und die GCHQ benutzen. Wahrscheinlich habt ihr diese lustige Slide schon gesehen. In der Mitte unten seht ihr so SSL, hier hinzugefügt und removed und entfernt mit einem lustigen Smiley. Und das ist der Google Frontend Server. Das heißt, Google nutzte zu dem Zeitpunkt dieses Bildes SSL nur nach außen und innerhalb von Google zwischen den Data Centers war der Datenverkehr in Klartext. Nachdem Sie dieses Slide gesehen haben, hat Google das geändert. Das offizielle Statement ist: Wir sind empört, wir sind wütend über diesen Angriff. Das inoffizielle Google-Statement ist: Fick diese Typen. Was wir also gelernt haben: SSL ist sowieso schon problematisch, aber es ist immer noch viel besser, als Klartext durch die Gegend zu schicken.
Also nutzt irgendwelche Kryptographie, selbst wenn es nicht besonders gut ist, immer noch besser als Klartext. In der Zwischenzeit, in der NSA spielt man World of Warcraft. Auch bei der NSA hier wieder eine Slide von der Präsentation, wo ich war, ist ein bisschen verschwommen in dem Bild, aber es ist so ein Diagramm vom Cyberspace auf Schienen und so. Eine Schiene ist Schutz und Sicherung von Privatsphäre und Bürgerrechten. Und die andere Schiene ist Sichern von Wohlstand und Reichtum. Und das ist die krankeste Metapher, die ich je gesehen habe. Also, wenn das der Cyberspace ist, dann sind wir alle auf einer Eisenbahn, die die NSA betreibt. Was auch noch diesen Monat passiert ist, jetzt fast am Ende des Jahres. Und sorry für alle, die Krypto-News hatten, die wir jetzt nicht erwähnt haben. XCB ist eine der bekanntesten Methoden, seine Festplatte zu verschlüsseln. Und kurze Frage in den Raum: Wer von euch verschlüsselt seine Festplatte? Und fast alle Hände gehen hoch. Einer der ursprünglichen Standards dafür ist XCB. Und es hat zwei Versionen. Die zweite Version ist XCB V2. Und dieses Paper von Chuck Abote, Hernandez, Jimenez und Sarkar vom 4. Dezember diesen Jahres sagt, XCB ist nicht sicher als ein TES. Und TES sagt man einfach, weil wenn man sagen würde, es ist nicht sicher, um eure Platte zu verschlüsseln, würde man ausgelacht werden. Also sagt man TES. Und zwar gibt es einen leichten Angriff wegen eines schlechten Padding-Schemas. Und das Interessante ist, dass die zweite Version gebaut wurde, weil die Autoren sagten, die Änderungen würden vorgenommen, um die Analyse zu erleichtern. Also von allem, was wir jetzt sehen, ist das originale XCB stärker als die veränderte Version. Und es sieht also aus, als wurde der Standard absichtlich die Stärke des Standards auch richtig reduziert, um den Angriff darauf zu erleichtern. Und es ist ziemlich krass, dass wir Standards haben, die beweisbar sicher sind, dann ist der Beweis aber falsch und trotzdem bleiben sie in den Standardkatalogen. Dann auch im Dezember 2013 akustische Angriffe sind ähnlich wie Power-Analysen, wo man den Stromverbrauch eines Rechners genau beobachtet. So schaut man bei akustischen Attacken hier im Bild mit einem coolen Parabolmikrofon die Arbeitsgeräusche von Komponenten an. Zum Beispiel von Kondensatoren auf der Hauptplatine. Und hier im Beispiel zum Beispiel wurde ein 4096-Bit GNU-PG RSA-Key in einer Stunde durch akustische Angriffe gebrochen. Und okay, jetzt schauen wir uns um und sagen, gut, hier stehen keine Parabolmikrofone rum, keine Richtmikrofone rum, kein Problem. Aber sie haben auch gezeigt, dass derselbe Angriff auch mit einem ganz einfachen Standard-Samsung-Smartphone möglich ist, das irgendwie einen Meter von einem Laptop wegliegt. Und auch hier haben sie einen 4-Kilobit RSA-Schlüssel in einer Stunde extrahieren können. Was auch im Dezember noch passiert ist, dass das NSA Review Panel von Präsident Obama einen ersten Report vorgelegt hat. Das ist ein 300-Seiten-Dokument. Das ist ein bisschen länger, als wir jetzt noch Zeit haben. Aber hier ist einer der interessanten oder der interessanteren Abschnitte, der gegen das Ende auftaucht und der sich besonders mit kryptografischen Verwundbarkeiten befasst. Um die Das Lesen zu erleichtern, habe ich alle
alle Weasel Words unterstrichen, die in diesem Abschnitt vorkommen. Sowas wie, wir sind, uns ist keine Verwundbarkeit bekannt, die das US-Government eingebaut hätte, die in generell verfügbare kommerzielle Software eingebaut wäre, die irgendwelche Nutzer einem Risiko von kriminellen Hackern oder fremden Regierungen aussetzen würde. Außerdem scheint es so, dass die große Mehrheit der generell verwendeten Verschlüsselungssoftware keine Verwundbarkeiten hat. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist unter diesem und in diesem Programmanforderung. Das bedeutet aber, man könnte immer noch Backdoors in Dual EC DEBG haben. Sie könnten Backdoors in Windows, OS X und Red Hat eingebaut haben. Das sind nämlich nur drei kommerziell verfügbare Betriebssysteme. Es gibt ja noch 100 andere. Sie hätten Backdoors in OpenSSL einbauen können, weil es freie Software ist, deshalb nicht kommerziell verfügbar ist. Sie hätten Backdoors in kryptografische Hardware einbauen können, weil Hardware erwähnen sie gar nicht. Oder sie könnten einfach 100% der generell verfügbaren kommerziellen Software verändern können, so dass man eine Verschlüsselung auf Kommando abschalten kann. Und schließlich hätten sie einfach eine Backdoor oder ein Schlüsselhinterlegungsfeature einbauen können, das einen gesetzlichen Zugriff auf beliebige AES-verschlüsselte Daten ermöglicht. Wir können es nicht wissen, weil dieses Statement zu vage war. Was wir wissen, ist, dass RSA zum Beispiel 10 Millionen von der NSA bekommen hat, um den Dual EC-EBG zu implementieren und als Standard in BSAFE zu wählen. Und das erklärt auch, wieso NIST 2006 sagen könnte: Oh nein, sorry, wir können Dual EC nicht mehr entfernen, weil es schon implementiert ist. RSA hat ein schönes Statement rausgegeben, also sorry, wir wussten nicht, NIST waren noch immer die Guten, wir hätten ja nicht ahnen können, dass irgendwas damit daran kaputt war. Alle fanden elliptische Kurven so geil in diesem Zeitpunkt. Und okay, vielleicht war das 2004 noch richtig, aber es war sicherlich 2006 nicht mehr korrekt und 2007 erst recht nicht mehr und sie behielten es trotzdem als Standard bis September 2013. Ich habe jetzt die allgemein bekannte Geschichte von Dual EC vorher gezeigt. Und hier ist was Interessantes vom Januar 2005. Und zwar ein Patent von Dan Brown und Scott Vanstone von Certicom über die elliptische Kurven für Zufallszahlengenerierung. Das ist nicht das Patent, das den Dual EC Zufallszahlengenerator benutzt. Sie beziehen sich explizit auf ANSI, aber wenn wir uns genauer hinschauen, dann schon im Abstract steht drin, dass die Beziehung zwischen P und Q als ein Escrow-Key, ein Treuhandschlüssel verwendet wird. Und das Patent geht dann in Detail, wie man diese Beziehung nutzen kann, wie man das nutzen könnte, um HTTP-Traffic verschlüsseln kann und dann mit diesem Treuhandschlüssel einfach wieder entschlüsseln kann, wenn man die meisten Zufallsbits einfach erraten kann. Es gibt auch einen Teil 1 dieses Patents, der sagt: Oh, wenn ihr den Anhang dieses Standards nutzen wollt, dann solltet ihr uns Geld zahlen, weil dort drin detailliert steht, wie man diese Treuhandangriffe verhindern kann. Das zeigt deutlich, dass niemand diesen Standard verwenden sollte und erst recht auch niemand irgendwas von Certicom benutzen wollte. Denn sie haben zum einen das zwar veröffentlicht, sie haben aber zum anderen auch sichergestellt, dass niemand jemals diesen Workaround benutzen wird. Das heißt, wer diesen Backdoor-Schlüssel hat, wird immer allen Traffic entschlüsseln können. Danke für eure Aufmerksamkeit.